So, alles klar, dann geht's jetzt mal los. Warten, 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 warten. Und, Terrain Preload. Oh, jawohl, so. Gesamte Show auf 45 Minuten brauchen wir ungefähr. Weiter Task Wanted Take, glaube ich nicht so ganz, dass es kommen wird. Elise Flight, drei Hawks, ein Tanker, eine S3. Wahrscheinlich die, die hier schon daneben steht. Und ja. Kleine Geschichte, also es geht wohl darum, dass in der letzten Kampagne Serpent's Head irgendwie ein Anführer getötet wurde oder so und deswegen gibt es jetzt hier Feierlichkeiten. Ich habe die letzte Kampagne aber nicht gespielt, von daher kann ich nicht so viel zu sagen. Hauptsächlich liegt es daran, dass man dafür die Nevada-Karte braucht, die ich hier nicht habe und deswegen muss ich hier leider, oder in Anführungsstrichen leider, mit der Serpent's Head 2-Kampagne anfangen. Okay, ohne jetzt den ganzen Text durchzulesen, grundsätzlich geht es darum, dass wir hier so ein kleines Display fliegen sollen bei einer Flugshow. Ja, 17 Uhr abends fliegen wir los. Ich kriege dann ein Display zugewiesen. Ich muss am Wegpunkt 3 hier warten über Batumi. Über die, oder diese gekreuzten Runways nördlich von Batumi. Natürlich über Wegpunkt 1 und 2 dort anfliegen. Und wenn ich dann die Freigabe zu meinem Display kriege, fliege ich ja 4 bis 5 an zum Bulletti, mache dort mein Display. Und dann sieht es hier so aus: Refuel, Kobuletti. Ich weiß nicht, ob da landen, weil hier ist ja auch noch ein Tanker angegeben. Da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich tanken muss. Und ich habe so im Gefühl, dass noch irgendwas passieren wird, weil. No time to show off. Ja, ich weiß nicht, das ist. Watch your fuel and use of the gun. Also, Shells war not very quickly, ja. Wenn es jetzt nur ein Display wäre, dann würden wir keine Shells gebrauchen, ne? Keine ganz. Also wird noch irgendwas passieren, da bin ich mal gespannt, was dann los ist und ja. Mission Communications sind trigger-based, okay, brauche ich nichts machen. Und außer, dass ich den Tanker mit F10 rufen muss, wenn ich dann tanken muss. Ja, auch mit 80 nicht vollgetankt. Und wenn es dann hier wirklich zu irgendeinem Merch kommt mit irgendwelchen Fluggeräten, dann werde ich natürlich Afterburner auch brauchen. Und dann geht der Sprit natürlich schneller weg, als man gucken kann. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt mal los. Roger. Habe ich doch glatt meinen Tracker vergessen anzumachen. So. Ja, da steht die S3, die sicherlich tanken wird. Da fliegt schon mal. Okay, bei der Kampagne ist auch der Funk so nachgemacht. Mit Custom Voice Over ist auch nicht schlecht, mag ich ja immer. Wo ich es natürlich gerne auch realistischer finde. So. Die S3 ist weg. Und hier sind wir eigentlich so weit alle klar. Okay, die Funksprüche sind natürlich jetzt nicht so super korrekt. Okay, Arco ist wahrscheinlich der. Danke. It is to restate our overall strength and dominance. It is to reinforce our presence and the fact that it is this task force that has brought down Snake and his uprising. Okay, also müssen wir richtig einen raushauen bei der Flugshow jetzt. Ja, das sagt man auch nicht. Egal, der Supercarrier hat einen dann doch zu sehr verwöhnt. Okay, dann sehen wir mal zu, dass wir hier wegkommen. Die Flaps sind gesetzt, jawohl. Stimmung ist 16. Okay, dann kommen wir los. Gas. Ruppel, ruppel und auf geht's. Und clear. Fahrwerk und Klappen rein. Und jetzt unter 5000
Ach, unter 5000, zwar 500 Fuß bleiben. Auch 150 jetzt aber auch nicht überschreiten von der Geschwindigkeit her. Jetzt fliegen wir erstmal 7 nautische Meilen geradeaus. Aber da wird dann wahrscheinlich auch der Funkspruch kommen, dass ich in Richtung W.1 da. Mach nochmal HSI an. Kann ich gleich sicherlich besser gebrauchen. Wähle dann schon mal Wegpunkt 1 aus. Auf sowas habe ich gewartet. Okay, dann können wir jetzt Richtung Edward 2. Können wir sogar auf die 2 schon direkt weitergehen. So, bis 350 ziehe ich und dann geht es mit 5 Grad weiter. 5 Grad steigen ist immer ein schöner Wert. Will ich auch einen Wegpunkt aktivieren, damit ich oben das im Hut in der Skala habe. So. Mal gucken. 250, 360. ATC geht an. Das ist ein Schub automatisch reguliert. Wir fliegen auf den Wegpunkt zu. 53 nautische Meilen. 8 Minuten noch bis dahin. Okay, dann werde ich wahrscheinlich jetzt gleich das Video ein wenig beschleunigen, wenn wir auf 10.000 Fuß sind. Da braucht man ja nicht die ganze Zeit hier schauen, wie wir hier steigen und es eigentlich nicht, noch nichts zu tun gibt. Ich schalte mir hier die Karte immer mal gerne weg, damit ich das besser erkennen kann, was hier zu sehen ist. Und die SA-Page. Mit Stick, da mache ich auch manchmal weg. SA, na gut. Läuft überhaupt Data Link? Natürlich nicht. IFF läuft gut. Aber was auch gut zu sehen ist, wir haben wohl deutlichen Wind von rechts. Denn hier, der Bar, der hängt dann doch ziemlich zur Seite. Der Windvektor geht nach dort. Was man aber immer machen kann, ist, hat als Sense of Interest zu machen. Angedeutet natürlich den Punkt im Velocity Vector. Und jetzt drücke ich einmal Cage an Cage. So. Dann ist hier das, die Leiter ist dann im Bild und hier ist der eigentliche Geschwindigkeitsvektor angezeigt. Das mache ich immer gerne, wenn so viel Wind ist und hier der ganze Bar eigentlich schon zur Seite hängt und man immer so machen muss, beziehungsweise der schon gar nicht mehr richtig dargestellt wird. Ja, gleich sind wir 10.000 Fuß. Ich muss vielleicht ein klein wenig nach links korrigieren. Hier im Hintergrund irgendein Geschnatter, das ist wahrscheinlich so ein Funk, der dann nachträglich reingemacht wurde von der Mission. So, da war ich schon mal der Autopilot so an. Und ups, das war ein wenig zu heftig. So, dass geradeaus geht und Öl gehalten wird. 10.200 Fuß, perfekt. Alles klar. Dann würde ich jetzt mal ein klein wenig vorspulen, bis es weiter im Takt geht. Fort Batum, good day. You are clear through our overhead at 6000 feet. Roger, welcome. Okay, so, dann geht's weiter. Clear to our overhead, das ist wahrscheinlich über Batumi drüber fliegen, dann 6000 Fuß. Batumi liegt ja hier in der Mündung von diesem Fluss. Der Vektor ist jetzt genau darauf ausgerichtet und dann schaue ich mal 6000 Fuß runtergehen. Und dann erwarte ich den nächsten Funkspruch, wenn wir dann auf der Küste oder kurz vor der Küste sind. Wahrscheinlich irgendwas mit darfst bis zum Wegpunkt 3 weiterfliegen, der dann hier sein wird. Und Kobolete liegt dann ja hier. Ups, wir warten ja noch auf 6000 Fuß. Fast verpennt. Ja, kleines Stückchen steigen.
direkt voraussetzbar Tumi. Und was mir gerade auch mal aufgefallen ist, hier sind wirklich noch nicht mal die Rex unter den Flächen, das heißt, das Flugzeug ist wirklich schön clean. Hat man auch selten. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Schnittiger als sonst. So. Jetzt sind wir am Wegpunkt 2. Work Batumi, you are clear to waypoint 3. Das habe ich erwartet. So, dann geht es jetzt hier weiter. Roger, Wilco. Egal. Normalerweise sage ich ja Wilco, wenn ich eine Anweisung bekommen habe und ich werde der Folge leisten, also will comply. Und das war ja nur, you are clear to... Naja, egal. Mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Soll ja auch Spaß machen, die Kampagne, und keine Hardcore-Sim-Experience sein. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt gleich noch so wird. Sollten doch jetzt gleich, da kommt die beiden Runways, diese gekreuzten. Die sind hier auf den Hoggett Training Servern. Es sind da ja Ziele drauf, die kennt man dann eigentlich, wenn man auf den Training Servern unterwegs war bei der Hoggett. So. Yep, da ist noch Wegpunkt 3 auf dem SH-Display. Komoletti liegt dann ja hier in der Richtung. Dürfte aber auch nicht mehr so weit davon weg sein. Sequence anmach. Sieht das irgendwie kaputt aus? Sport, Komoletti Airshow. So sieht es besser aus. Our display is on your 12. Take up a right hand orbit over waypoint 3. Over the old runway. Maintain 6000. We will call you when it is your slot. Ja. Roger, welcome. Da kann man auch irgendwelche Flugzeuge sehen, wie die gerade ein Display jetzt hier fliegen. Schön mit Rauch. Und wir gehen jetzt hier in einen Reitorbit hier um den Flugplatz. Okay, jetzt hört man Airshow-Musik. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. Kobalett hier zu sehen. Aber schauen wir uns gleich an. Wir machen jetzt erstmal eher in Orbit um den Flugplatz. Klar, so würde man das jetzt nicht an dem Flugzeug, ne? So, vielleicht jetzt nicht ganz so steil. Ich glaube, wenn man so in 6000 Fuß hier Kreise über irgendeinen Flugplatz oder irgendeinen Punkt fliegen würde in Deutschland, da gäbe es Lärmschutzgegner, um es mal dezent auszudrücken. Mal gucken, was denn die Nase unter den Horizont nehmen. Ich fliege die Kurven jetzt ziemlich eng, muss ich sagen. Habe ich gerade gesehen, dass es 2G sind, die ich hier gezogen habe. Allerdings, wenn ich jetzt hier mit 350 eine normale Kurve fliege, da ist mein Radius sehr groß. Da werden wir wahrscheinlich zu nah auch an Kobuletti rankommen. Deswegen fliege ich die lieber ein bisschen enger.
Aber immerhin ist das, was ich da mit und höre, hört sich auch so an wie russisch. Okay, da fliegen die noch weiter Display. Erste Musik, wie man sie sich vorstellt. So, was sagt der Sprit? Eine Tonne haben wir vermocht. Oder 1000 Pfund. Low Fast Run, okay, dann geht's jetzt erstmal Waypoint 4. Und das Fast Run ist dann gleich vom Wegpunkt 5, der hier sein wird, bis nach Coboletti. Da schalten wir dann um auf Fast. Die Hawks oder was das waren, die machen sich jetzt auf dem Weg weg von Coboletti. Und was ich dann gleich auch mache, ist hier den Geschwindigkeitsvektor wieder einzublenden. Oder den Windvektor richtig. So, jetzt müssen wir schauen, dass ich auch richtig auf Wegpunkt 4 fliege. Okay. Roger, da kann ich ja gar nicht solche großen Spirenzchen machen, dann soll ich nicht nur neben dem Runway mehr oder weniger fliegen, da ist man ja schnell raus bei drei nautischen Meilen. So, Richtung W.5. Mal ein bisschen ziehen jetzt. Altitude. Fort Coboletti Airshow, waypoint 5 ahead. Commence your display with a fast low pass from the west. Jawohl. Okay, jetzt habe ich schon Richtung Coboletti geturnt. Wir müssen ja noch zum Wegpunkt 5 erstmal. Dann mache ich ATC mal aus und gehe mal hier auf 100% mit meinem Triebwerken. Das gibt dann richtig low and fast. So, hier ist W.5 und zur 6 auf Richtung Coboletti. Wir müssen links vom Weg vom Runway bleiben, hat er gerade gesagt. Machen wir das auch und dann fliege ich ein paar kubanische Achten. Dann bleiben wir auf jeden Fall neben dem Runway. So, jetzt länger in Richtung Runway. Wir sind noch unter der Schallgeschwindigkeit. Mach 9-1. Ladies and gentlemen, uncaged. If you look to your left, I give you the fantastic F-18 Hornet. Genau, jubelt mal. Ui, da ist ja ganz schön viel los hier. Okay, und hoch mit der Kiste. Nicht in den Blackout gehen. Jetzt ohne Stores dran, da kann man doch mal richtig ziehen. Okay. Und rum. Und dann ganz schön schnell unterwegs. Und das gleiche dann nochmal hier. Müsste eine kubanische 8 sein, ne? Wenn mich nicht alles irrt. So, vielleicht jetzt mal mit Leerlauf versuchen und drum. So, dann machen wir jetzt einen Aufschwung und bleiben oben dann mal im Rückenflug. Ja, schon ein bisschen abgetrieben jetzt von der Bahn. Das kann ich dann ja gleich im Rückenflug mal ein bisschen korrigieren. So, zwar Richtung Flugplatz müssen wir. So.
Und gerade. Und jetzt ein Abschwung. Das passt. Oh, passt. Und weil es so schön ist, eine Rolle. Und was sehen meine müden Augen dort? SU-25, aber ich weiß davon ja noch nichts. Mayday, Mayday, we are under attack. Please help us. Please help us. Oh Gott. Au. Oh. Das war aber natürlich schon sehr heftig, denn das kam sehr überraschend. Ich habe schon gesehen, dass sie dort geflogen sind, die die beiden Infrarotraketen. Jetzt hat hier natürlich keine Gegenmaßnahmen aktiviert. Sie fragen, ob ich die anhatte. Ich würde das so machen, ich würde jetzt gleich nochmal direkt fliegen, allerdings den ganzen Part mit dem Anflug mir komplett sparen. Und dann einfach da weitermachen, wo für mich die die Flugshow begann. Alles klar, dann sehen wir uns bis gleich. So, da sind wir mal wieder. Kleines Update. Das hat jetzt für mich doch ein wenig länger gedauert. Ich fliege jetzt die Mission schon zum 10. Mal. Denn immer wenn ich die SU-25 abschießen wollte, ist einfach nichts passiert. Ich habe, glaube ich, bei einem der letzten Versuche das ganze Magazin, oder die ganze Munition, die ich dabei hatte, in eine SU-25 reingepumpt und es ist rein gar nichts passiert. Wenn das jetzt irgendwie hier ein Kabow gewesen wäre, KA-50, der Hubschrauber, hätte ich vielleicht gesagt, der kann echt viel vertragen, aber nicht bei einer SU-25. Und dann wurde ich ein wenig, wurde mir ein bisschen stutzig. Dann habe ich mal nachgeschaut und im Internet stand echt, dass es bei einigen vorkommen kann, wenn die SU-25 keinen richtigen Triggerpunkt erreichen, dass diese dann hier reinstellen. Dass diese dann immer noch unverwundbar sind, weil die beim Start der Mission auf unverwundbar stehen. Ja, und genau das ist mir wahrscheinlich passiert. Deswegen hatte ich dann jetzt das kleine Problem, dass so oft wie ich die Mission jetzt auch angefangen habe, es für mich schlecht aussah, weil irgendwann war ich dann da. Magazin war leer oder die SU-25 haben mich dann erwischt, in eine Zange genommen, weil ich so lange hinter einem her bin. Und deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht, dass ich die Mission im Mission Editor geladen habe. Und die mal verändert habe, insofern, dass ich die beiden SU-25 schon vom Anfang an der Mission auf verwundbar gesetzt habe. Und dann müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Klar komme ich dann, weil ich die Mission jetzt verändert habe, in der Kampagne nicht weiter. Das heißt, die nächste Mission muss ich dann auch manuell auswählen. Aber sollte dann ja eigentlich nicht schwierig sein, weil besser als wenn ich jetzt gar nicht weiterkomme und das jetzt eine relativ teure Mission war. Die Selbstdesert-Kampagne 2 kostet ja hier so umgerechnet 10 Euro. Was ist umgerechnet? Sind genau 10 Euro, ne? Und dann wäre das schon ein bisschen schade, wenn ich sie nicht so nutzen kann. Okay. Roger, welcome. So, und wieder einmal starte ich mal ran. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass
ja, der Änderung aus dem Weg, aus dem nicht Waypoint Editor, aus dem Missions Editor akzeptiert hat und dann. Port Cobalatier Show, Waypoint 5 ahead, commence your display with a fast low pass from the west. Roger. Weil sonst wäre das schon echt schade eigentlich. Das gleiche hatte ich mal mit einer Kampagne von der A10, mit der Stone Shield Campaign. Dort war eine Mission auch so blöde gesetzt und nach dem 20. Mal spielen und immer wieder zwischen zwei Triggern hängen zu bleiben oder in dem Fall mit viel zu wenig Munition für das, was man eigentlich machen sollte. Und irgendwann hört dann der Spaß auf und da muss man dann mehr oder weniger schummeln. Okay. Das ist hoffentlich letzte Display für heute. Mach den nochmal lieber an. Okay, die Afterburner gehen auch. Ladies and gentlemen, if you look to your left, I give you the fantastic F-18 Hornet. Soll ich mal ein bisschen Messerflug? So. Naja, nicht wirklich Messerflug, aber. Das haben wir auch schon mal besser gekonnt. Dann machen wir das doch jetzt mal so. Einmal zeigen, was die Hornet im Langsamflug kann. Und dann zum Abschluss aber einen Aufschwung. Und da kommen schon meine russischen Freunde. Ich hab euch. Außerdem bin ich jetzt in der guten Situation hier, viel Höhe zu haben gegenüber den anderen. Michael, Mayday, Mayday, we are under attack. Please help us. Please help us. Altitude. What the hell is altitude going on? Holy shit, it's a bloody massacre down there. So. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann werde ich einfach schon mal, wir beginnen die andere Kampagne. Jawohl, Nummer 1 ist weg. Kein Blickkontakt mit der 2. So, die macht sich da aus dem Weg. Eins fliegt weiter weg, okay. Ich mal Zeit, mich um die zu kümmern. Locked. Okay.
Die ist freilich fertig und jetzt gucken wir nochmal, was der andere macht. Ist ejected, jetzt müssen wir schauen. Er versucht zu fliehen. Ich hab einen Lock. Geht der Alte, jawohl. Bin ich auf dem Weg. Natürlich will ich den jetzt hier nicht abschießen, wo der genau auf bewohntes Gebiet zufliegt, aber... Wie viel habe ich denn noch? 200 Patronen? Sollte dann ja eigentlich ausreichen. Sprit 3,7 habe ich nur noch. Ja klar, da müssen wir gleich tanken. Okay, den hat es jetzt auch zerrissen. Und Fallschirm, die sind raus. Okay, 3,7. Okay, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch ein Refueling in der Luft. 3,6 könnte vielleicht passen. Dafür gibt es dann die FPASS-Page, wo mir dann angezeigt wird zum aktuellen Wegpunkt. Das wäre in dem Fall die 0 oder die 1. Dort in der Nähe befindet sich der Führer remaining zum Wegpunkt 1. Wir können sogar ohne dort landen. Wir haben dann noch 2000 da, wenn wir zum Wegpunkt 1 fliegen. Okay. Dann würde ich das sagen, wir fliegen dorthin. Wir haben Common Range 100 bis 2000 Pfund, das heißt bis zur Bingo Fuel für mich. Und der Wegpunkt 1 in dem Fall ist 72 weg. Jetzt machen wir das nochmal mit dem Takan. 75 X-Ray ist das Takan für die Stennis. Und dann HSI Takan an. Und es sind sogar noch 70 nautische Meilen bis dahin. Wie gesagt, Common Range bei dieser Geschwindigkeit, die ich dann jetzt mal schnell halten werde mit ATC, sind eben so viel. Kurs passt auch direkt dorthin. Refuel brauchen wir dann jetzt nicht machen. Okay. Ja, wie lange brauchen wir bis dahin? 12 Minuten. Die würde ich dann jetzt auch wieder überspringen, genau wie gerade den Reiseflug einmal mit 8 Minuten. Da braucht man ja hier nicht vor YouTube sitzen bleiben. Wo dann relativ wenig passiert, besonders wo wir jetzt so ein wenig schnecken, weil wir Sprit sparen müssen. Das würde ich eben überspringen. Also bis gleich. Ford, Stennis, 20 miles remaining. You are clear place one recovery. We are heading 180 degrees, steaming 15 knots. Okay, dann geht's jetzt hier zur Landung. Der letzten paar Minuten habe ich jetzt zum übersprungen, da jetzt ja nicht wirklich viel passiert ist, außer also nicht 40, 50 Meilen über einfach nur übers Meer, über Wasser hinten ist, um ein bisschen was von Georgien zu sehen, aber ansonsten war da nicht viel passiert. So, hier ist die Carrier-Gruppe vor mir, auch am Tackern zu sehen. 17 nautische Meilen, der Funkspruch kam gerade. Und wir haben noch 2500 in den Tanks, genauso wie ich mir es auch vorgestellt habe. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Trägerlandung gut funktioniert. Ich hätte hier diesen Akku, den Tanker, auch eher hier erwartet, eher bei den Trägern, so wie im Real Life auch. Dort kann es ja immer mal sein, wenn man zu viel Bolt hat, dass man dann ja, eben nochmal tanken muss, weil man nicht mal genug Sprit an Bord hat. So, jetzt schaue ich mal, dass ich mal hier alles für die Landung bereit mache.
Wir sind deutlich unter 33.000 Pfund. Das heißt, da können wir ohne Probleme landen. Wenn wir zu schwer wären, dann wird es jetzt ein Problem geben. Ich mache hier aber so ansonsten schon mal alles aus, was ich nicht mehr brauche. Auch der Dispenser aus, Master Arm ist aus. Land Wheels Flaps brauchen wir noch nicht. Den Hook, den fahre ich schon mal aus für gleich. Wie gesagt, auf jeden Fall nicht vergessen. Anti-Skid ist off, wir haben auf dem Träger. Genauso wie Hook Bypass Field steht auf Carrier. Okay. Ja, Harness und Dispenser, alles klar. Gut, sind sie so angelegt, wo es hust. Ja, und Dispenser haben wir auch nicht. Okay, dann will ich jetzt meinen Autopilot ausmachen mit dem Knopf am Joystick und mal in Richtung der Tanker sinken. ATC Altitude. Läuft ja immerhin noch. Da dürfte dann auf Leerlauf gehen, genau. Dann sparen wir noch ein wenig mehr Sprit. So, und dann machen wir es natürlich wie im Real-Life Procedure. Wir fliegen da 800 Fuß über den Carrier drüber. Hier ist er. 800 Fuß drüber. In der Recovery-Kurs von 190, meine ich gerade vernommen zu haben. Somit 300, 350, so wie wir es jetzt auch drauf haben. Und dann geht es in den Break da drüber und zur Landung. Das habe ich jetzt sehr lange nicht mehr hier gemacht auf der Stennis, sondern nur noch im Supercarrier die letzten Tage. Ich hoffe einfach mal, dass das was wird. Ansonsten würde ich das jetzt so nachreichen, weil es eigentlich mit der Mission haben wir ja abgeschlossen. Ich muss ja sowieso die Kampagne anders fortführen, da ich ja bei der Mission hier ein wenig tricksen musste, um die abzuschließen. Ich würde jetzt aber auch mal die Labels mal eben wegmachen. So, dann ist das nicht ganz so voll. Okay, unser Hook ist schon mal draußen. ATC bleibt noch an. Und wir gehen runter auf 800 Fuß ungefähr. 800, 850 Fuß. So, da ist es Dennis. Landing Lights für gleich an. Und ATC mache ich dann jetzt mal aus. So, dann fliege ich mal vorbei bis so, wirklich am Deck vorbei sind und dann geht's hier in den Breakturn. Und rum. Grad, das heißt bei 10 ist dann der Backkurs. Und hier sind wir langsam genug für Klappen und Fahrwerk. Wir sinken auf 600 Fuß. Das ist immer ein bisschen tricky, hier muss man eigentlich auch die Bremsklappen benutzen, finde ich. Weil ich sonst nie langsam genug werde. So, wir können den Bau sehen, das heißt, hier geht es dann jetzt wieder rum. Es wird bestimmt wieder keine feine, richtig gute Recovery. Aber ich versuche mein Bestes. Da muss ich hier ein bisschen flacher werden. Von der Querneigung. Glück sind wir jetzt sehr langsam. Da wenn wir wirklich kaum was dabei haben, wir sind leer am Fuel, wir haben dann immer die Rex. Der Tanker steht genau im Wind, der ja auch ordentlich ist, das heißt, wir können schön langsam Anflug machen. Es sieht ein wenig tief aus, jetzt sind wir genau auf Verlängerung der Bahn. Vektor, den lege ich dann jetzt hier auf die Bahn drauf. Zu tief, zu tief, zu tief.
Leerlauf. Vollgas und passt. Bingo. Okay, alles so gut, noch proper Communications. Das war klar. Okay. So. Chief has gone ballistic. It's carnage in Conflict. Hundreds of civilians have died. Looks like you're wrong. My God. How could we have missed this? Ja, das war schon ziemlich heftig. Die SU-25, die haben ja voll in die Menschenmassen reingeballert. Das war schon nicht gut. So, auf jeden Fall. Einmal die Flügel hochhalten. So, die Klappen müssen aber hoch sein. Mir fehlen ein wenig die Einweiser. Bingo. Bingo. Ja, Bingo Fuel, ich weiß. Okay, ich versuche mein Bestes. Okay, das sieht nicht gut aus. Genau, und jetzt steht oben Soil Starts Again. Offensichtlich ist eben dieser Snake, dieser Bösewicht, den man in der Ende der ersten Kampagne erwischt hat, offensichtlich ist er doch noch da und hat jetzt sich mit einem schlimmen Anschlag zurückgemeldet. Oh oh. Das heißt, da müssen wir offensichtlich wieder ran. So, Landing Lights aus. Und Commit Canopy auf. Ja, den Rest des Runterfahrens erspare ich euch jetzt mal. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen der ersten Episode meines Let's Plays von The Serpent's Head 2. Also The Serpent's Head 2, ist besser gesagt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch für die nächsten Episoden anschaut. Damit ihr keine verpasst, bitte abonniert mich. Hinterlasst mir ein Like da. Dann würde mich einfach freuen. Oder Kommentare, was ich besser machen kann. Ja. Nach diesen kleinen Anlaufschwierigkeiten, dass ich die Mission ein paar Mal machen musste, hat es ja doch geklappt. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.